1000 Einwohner hat die Stadt. Heute hier beim Endspiel werden so rund 3000 Fans erwartet in dieser Stadt, die hoffentlich dann ein spektakuläres Spiel erleben wird. Und beide Mannschaften übrigens auch unverändert. Und an meiner Seite freue ich mich auf Sarah Zadrazil, österreichische Nationalspielerin und im Mittelfeld des FC Bayern, also deutsche Meisterin, auch aktiv. Schauen wir mal aufs Personal der Spanierinnen. Was ist die besondere Stärke dieser Mannschaft? Ja, auf jeden Fall Ballbesitzfußball. Und sie haben mit Camacho eine unglaublich tolle Stürmerin, die die Bälle gut sichert, fast jeden Angriff einleitet. Sie kommen übers Haben aber ein gutes Turnier gespielt. Also das dritte Spiel, wo die Niederlage dann realisiert wurde gegen die Niederlande, da war sie nicht mit. Situationen kann den Ball gut sichern und wie auch hier setzt sich gut durch. Und fast alle Offensivaktionen laufen. Erst einmal geklärt. Achtung, nach Schüsschen muss man fast sagen. Mit der Innenseite, bisschen Kuddelmuddel. Auf jeden Fall das Offensivspiel der Deutschen. So, Flanke nicht schlecht von Atschi Götz. Das Ganze hier mit einem Titel grün. Texel Font, das ist die Keeperin, spielt auch beim FC Barcelona. Es schlägt zurück, zweiter Bildungsweg für sie. Flanke auch nicht schlecht, aufgepasst. Erste Chance durch Camacho mit diesem Kopfball. Und da geht der Daumen zurecht hoch, denn das war ein Zweig. Ihr kennt euch auch von den Matches. Ja, weiß nicht, ob sie gegen uns schon Einsatzminuten hatte. Aber wenn man bei der TSG Hoffenheim spielt, dann spielt man ja auch vorne mit in der Liga und ist sicher eine gute Adresse, vor allem auch für junge Spielerinnen, um sich da weiterzuentwickeln. Julia Bartel mit diesem Abschluss aus gut 20 Metern. Aufpassen und die Räume sichern. Camacho gegen drei. Camacho, kein Problem. Zumindest im Nachfassen nicht für Rebecca Adamczyk. Zikett. Ja, Franzi sucht das 1 gegen 1 wie immer und guter Versuch, soll sie probieren. Genau das ist ihre Stärke. Nach innen ziehen, 1 gegen 1 suchen und Abschluss. Jetzt auf den kurzen Pfosten geht, müsste sie eigentlich da sein. Wird auch mit links gemacht werden. Gut antizipiert. Genau. Idee nett, aber zu wenig Bums. Ja, schade. Nicht genau genug zu Mara Alba. Ui, das war die beste Chance durch Mara Alba. Ich glaube, da hat sie jetzt selber nicht damit gerechnet. Nee, kann man ja auch eigentlich nicht. Aber Texel Font hat hier eine Idee, wo man nicht so ganz weiß, was war das denn für eine Idee. Und das wäre sie. Die Jüngste, der Edelstein, wie viele sagen. Oh. Ja, Deutschland gefällt mir besser, wenn sie wirklich vorne drauf gehen. Wenn sie früh Druck ausüben, dann macht Spanien besser. Freiburg auch. Ich muss sagen, generell die deutsche Liga wird immer stärker. Und ausgeglichener, und das ist schön zu sehen. Auch diese Anfangsminuten gewesen. So kann man die Spanierinnen zumindest ein wenig ärgern. Die hier oben sehen wir es jetzt gerade. So, jetzt sehen wir aber auch die Spanierinnen. Nächste Unsicherheit. Außennetz, alles gut. Alles gut, aber trotzdem. Madrid bekommt hier die Gelegenheit, weil auch Rebecca Adamczyk da nicht so wahnsinnig. Natürlich ist es eine etwas andere Körperlichkeit. Ah, die Idee war gut. Guter die Idee Ball war gut. Und jetzt kommen wieder die Spanierinnen. Die haben immer viel Platz. Ja, wenn sie zum Beispiel eine Klasse von Spanien. Oh, das ist klasse gemacht, der Lupfer. Aber dann eben noch ein Ablegen. Nicht schlecht, wieder Alba in der Mitte. Macht sich Franzi Kett bereit. Nee, das war kein Foul. Also, erster Eindruck. Sie beschwert sich auch nicht. Das war. Also, wir wären dann soweit für das erste Tor dieses Finals. So, noch einmal. Mara Alba, diesmal die kurze Variante. So, jetzt mal so ein 1:1-Duell gewinnen. Alba wieder. Alba! 19, Deutschland gegen Spanien. Noch einmal die Ecke von links durch Alba. Bobo jetzt. Alba geht durch, den kriegt sie. Oh, schöne Grätsche und noch eine schöne Grätsche. Also das war Zweikampf pur. Ja, aber das zeichnet sie aus. Ja. Na, warum nicht? Schöner Abschluss mal. Jetzt hatten wir genau diese 1 gegen 1 Situation. Verlängerung, die kann nachher auch noch ein bisschen Körner kosten. Jetzt schauen wir mal, was die Spanierin machen. Oh! Wieder Fiamma. Und Atschi Götz. Ja, Atschi Götz lässt durchlaufen. Souverän geklärt. Und es gibt gar keine. Ab. Ja, pfeift pünktlich ab. Sie sicherlich kämpferisch bislang. Mit der Halbzeit ein bisschen mehr noch wagen. Wann glaubst du, ist der perfekte Zeitpunkt, um hier
Veit mit dem langen Ball. Ja, warum nicht? Nicht schlecht. Sophie Nachtigall. Also die. Guter Ball. Das ist ein guter Ball. Das ist ein richtig guter Ball. Jetzt aufgepasst. Die beste Chance in diesem Spiel durch Alara Schettler. Super Laufweg. Perfekter Ball. Ja, das war wirklich klasse gespielt im zweiten Durchgang. Aber kein Problem. Seitenverlagerung, guter erster Kontakt. Das ist Franzi Kett. Franzi Kett! Oh. Glück gehabt für die Spanierin. Texel von Minna. Riesenunsicherheit. Rutscht ihr da über die Fäuste? Also das hat sie ja niemals so gewollt, oder? Alba, da ist sie. Tja, als Flanke zu weit, als Schuss zu ungenau. Auf der linken Seite wieder für Kett. Komm, trau dich. Franzi Kett. Flanke ist gut. Aber nicht gut genug für Alba. Finalticket verdient haben. Nächste kleine Unsicherheit. Die Jungs sind da gleich wieder mit 6-7 Spielerinnen dabei. Mutig! Ja, warum nicht? Sophie Nachtigall. Spielen und dann sind natürlich Räume da. So, jetzt aufgepasst. Ja, Idee. Weil wir uns da einfach diese Bühne hart erkämpft haben. Und Achtung, Ortega. Ja. Sorry für die Unterbrechung, aber... Links und rechts. Ist nicht so, dass man sagt, mach innen zu, mach außen zu. Sie ist einfach sehr kreativ. 11 des FC Bayern. Und jetzt mal gucken. Das ist ein richtig guter Pass auf Camacho. Camacho legt ab. Oh, da hat Deutschland Glück. Chance noch nicht vorbei. Archie Götz klärt. Na, da haben wir Olaya gesehen, die neue. So, keiner greift so richtig an. Kann man positiv sehen, aber wer macht's dann in der Mitte? Diesmal wäre es Franzi Kett gewesen. Hier treffen kann, ein bisschen Ablenkung hat, ein bisschen weg vom Fußball kommt. Meine Familie war auch mit dabei bei der letzten. So, Kett nochmal. Kett macht das wieder gut. Flanke geht aufs Tor. Ne, sogar dann. Kolleginnen von dir haben ja schon vor der ganz großen Kulisse gespielt. Aufgepasst! Das wäre aber ein schickes Tor gewesen. Ja, sehr elegant. Sehr elegant. Corrales. Flanke kommt. Zu ungefährlich. Ne, und aus der Entfernung. So, aufgepasst. Steilpass ist gut. Oh, Damschick bleibt draußen. Pfosten! Was für Dusel. Schau's noch nicht vorbei. Boah, Glück. Boah, Riesenglück. 89. Minute, da wäre es fast passiert. Alba aus Hoffenheim. Nächste Möglichkeit. Die ist nicht schlecht. Und sie Lüge. Vielleicht auch lange Bälle in die Box. Und so gefährlich. Gegenwart ist sie super. Alba. Und die Deutschen machen das gut mit Alba. Schade. Ein langer Ball noch vielleicht. Ja, nee, okay. Gibt's nicht mehr. Also, Verlängerung im EM-Endspiel der Frauen. So, rein geht's. Wer jetzt dazugekommen ist, keine Tore verpasst. So, Achtung. Oh. Gut gemacht. Schön gemacht. Mara Alba, Flanke ist nicht schlecht. Oh. War EM-Finale natürlich Vorrang. So, Standardsituation, Flanke kommt gut, aber auch gut geklärt. So, Paulina Barth, sie ist noch frisch, die ist frisch. Aber in der Mitte, jetzt ist mal ein bisschen Platz. In der Mitte wäre Barth zum Beispiel. Ja, der Gesichtsausdruck sagt alles. Aber gut, durchschnaufen, einmal wechseln und dann geht's weiter. Die letzten 15 Minuten. Und entweder haben wir da eine die kurze Variante. In der Mitte ist auch Paulina Deutz noch überhaupt nicht so richtig bereit gewesen. Aber vielleicht der Überraschungsmoment. Fußballspiel. Oh, und da muss Rebecca Adamczyk raus. Kommt raus. So, jetzt ist ein bisschen viel Platz da. Oh, das war zu hektisch. Da war Olaya ja links und... Das war's. Also 0:0 nach 120 Minuten. Sarah, bist du bereit für ein Elfmeterschießen? Ich bin bereit. Die Mädels glaube ich auch. Den EM-Titel.
Olaya gegen Adamczyk. 1-0 Spanien. Souverän. Das war sehr souverän. Ja. Starke Körpersprache. Und jetzt heißt es erstmal... Übernimmt Verantwortung. So, eigentlich Abwehrspielerin. Jella Fay, zögerlicher Anlauf. Boah, aber Geschmack ist rein. Zimmert sie rein. Junge, 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 das war aber ein ganz schönes Fund. Torhüterin ahnt die Ecke. Ist, glaube ich, auch noch dran. Ja. Loris gegen Adamczyk. Langer Anlauf. Und boah. Ich dachte schon, die hält ihn. Ja, hatte die Ecke. Vanessa Diem. Kurzer Anlauf. Vanessa Diem an den Pfosten. Das ist bitter. Das ist bitter. Vanessa Diem verschießt diesen Elfmeter und damit Spanien vorerst auf der Siegerstraße unterwegs. Moment erleben gegen Erika. Boah, souverän. Auch sehr souverän, ja. 3-1, den sie jetzt erzielen muss, damit wir weiter vom EM-Titel träumen können. Dran ist sie aber zum Glück wieder rein. Doch, fürs Elfmeterschießen eingewechselt und hat sich gelohnt. Souverän versenkt. Einmal war sie in der richtigen Ecke. Aber hatte noch nicht so richtig die Chance. Vielleicht der jetzt. Da ist sie! Super. Adamczyk macht das Ding wieder spannend. Aber steht halt noch 3-2. Abatz will den Ausgleich. Kriegt sie ihn? Sie kriegt ihn nicht. Matchball jetzt für Spanien. Zweiter Schuss, der nicht reingeht aus Verschießen. Beziehungsweise Rebecca Adamczyk muss noch mal einen rausholen. Anlauf und gehalten. Boah, ist das ein Nervenkrimi hier. Deutsch übernimmt Verantwortung. Pauline Deutsch, boah, vernagelt den weit am Tor vorbei. Und das war's. Spanien ist Europameister in der U19. Gewinnt diese Nervenschlacht im Elfmeterschießen. Deutschland mit insgesamt 3 Fehlschüssen. Das ist zu viel, um hier den Titel einzufahren. Das Drama vom Punkt